Ja. Läuft. Super. Hallo, meine lieben Zuschauer. Ich habe hier was ganz Besonderes. Und zwar, bei mir ist ja immer alles besonders, aber egal. Das ist meine Sicht der Dinge. Vielleicht seht ihr es ja anders. Ich habe hier Anne Klein. Das hört sich Ja. ja jetzt so nicht besonders an, aber die Anne stellt sich mal mit zwei Sätzen nur vor. Puh, also ich bin Anne Klein und bin Diplompsychologin und gebe Thai-Massagen und helfe meinen Klienten dabei, endlich richtig sehen zu lernen, sich selber und damit dann auch die Welt durch ganz andere Augen. Und ja, das tue ich richtig, richtig gerne und freue mich jetzt hier zu sein. Ein guter Satz, meine Liebe. Fast wärst du ja eine Kollegin geworden, weil du hast ja auch mal Jura studiert. Ja, richtig. Das Grundstudium und ein paar Hauptstudiumsscheine habe ich. Also ist mir nicht ganz fremd. Ja, und dann haben wir ja hier wieder, meine lieben Zuschauer, jemand, der ungefähr halb so alt ist wie ich. Ich finde es ja total genial, von so jungen Leuten zu lernen. Also, die Anne kann ganz viele Sachen, die meine Lieben, ganz viele von euch nicht können. Die Anne kann Skifahren, die Anne kann reiten, die kann massieren und ja, was weiß ich was. Ich habe sie kennengelernt in echt, ne? Beim Podcast-Seminar von Tom Kaulitz. Ja. Wann war das? Weißt du das noch? 2016 im Mai. Okay. Ja. Und sag mal, meine Liebe, was hast du denn aus diesem Podcast-Seminar gemacht? Ja, ich habe aus dem Podcast-Seminar gemacht, dass ich tatsächlich dann im Juli einen Podcast gestartet habe. Aha. Zu dem Thema, was mich damals bewegt und begleitet hat und womit ich gearbeitet habe. Und ja, eigentlich könnte man sagen, ich habe mich irgendwie dadurch so auf meine Reise auf jeden Fall dann begeben. Den Podcast gibt es jetzt nicht mehr. Ne, so Lebenswege manchmal sind, die verändern sich dann. Genau. Ja. Und ja. Aber ein sehr schönes Learning für die Community, finde ich. Der eine oder andere kennt vielleicht mein Coaching-Instrument, die Erdbeere, egal. Es ist scheißegal, was du machst. Wenn du dich irgendwie nicht wohlfühlst oder denkst, es geht noch was besser, dann mach einfach irgendwas. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich habe auch, naja, immer noch keinen typischen Podcast, aber wir kommen nachher noch zum Thema Normal der Anne. Ja. Ich habe einen Podcast mit Bild, weil, ja, ich habe nach dem genialen Seminar beim Tom noch bei Markus Habermehl eins gemacht, wo es um die Technik ging. Und dann habe ich festgestellt, nee, also das geht ja mit meinen Augen gar Ja. nicht. Und ja, dann ist es irgendwo in der Luft hängen geblieben. Und dann habe ich immer wieder Tobias Beck Podcast gehört und habe gemerkt, naja, dem sein Podcast ist ja auch gebildet. Video kann ich. Und seitdem, so langsam, gibt es dann meinen Podcast einfach als Video. Fertig. Ja, und ich habe mir halt einfach auch für die Sachen, die ich nicht, wir haben noch gar nicht verraten, ne, dass ich ja gar nicht sehen kann, glaube Da wären wir vielleicht irgendwann noch drauf gekommen. sonst wundert das jetzt ein bisschen, wenn ich das sage. Also so, weil das, aber gut, nicht jeder kann halt alles und ne, manches mit der Technik und so konnte ich dann nicht. Und da habe ich mir auch super viele Leute geangelt und gefragt, ob sie mir helfen können und so und habe dann das gemacht, ja, was ich konnte. Ich sage immer, mein Motto ist immer auch so, reden kann ich. Und genau, aber so dieses jetzt hier auch mit Video, das ist auch was. Dafür musste ich mich auch erst so ein bisschen damit anfreunden und überwinden. Aber ja. Okay, aber ich meine, jetzt hast du sogar den Lidschatten passend zum Hintergrund. Das ist ja schon, also, das ist ja schon fortgeschritten, ne? Ja. Ja, Genau. tatsächlich ist es bei mir auch so, dass von diesem Seminar besonders viele
aktive Kontakte auch übrig geblieben sind. Auch so wie du das schilderst. Das ist wirklich super schön und tatsächlich haben, also ich habe da auch viele Leute getroffen, die ich vorher schon kannte. Ja. Ich bei dir war. Nee, ich kannte da tatsächlich niemanden. Ah, okay. Nee, gar nicht. Sehr gut. Ja. Also, Anna hat das Geheimnis verraten, was ich eigentlich zum Schluss drin lassen wollte, aber ist egal, ich meine. wir befinden uns ja jetzt hier im Appetithäppchen für den etwas größeren Podcast. Tatsächlich ist Anne blind und kann aber deutlich mehr Sachen, als du vielleicht kannst. Das ist tatsächlich etwas, wenn ich mich mit Menschen beschäftige, dann ist meine Überschrift immer, was ich auch früher meinem Kind versucht habe mitzugeben, jeder, den du kennenlernst, geh nicht hin und geh nach oben und schau auf ihn herab, sondern jeder, der du kennst, den du kennenlernst, kann oder konnte etwas 100-mal besser als du. Und ja, bei Anne finde ich das ziemlich extrem, weil die Begrenzungen, die sie hat, sind auch extrem. Aber das, was sie macht, ist also für einen Anführungsstrichen normalen schon was viel, finde ich. Was verstehst denn du so unter normal, Anne? Sag mal was zu deinem Normal, bevor wir dann den Cut machen. Ja, mein Normal, das ist wirklich spannend. Also ich finde irgendwie, normal ist für mich eigentlich so dieses Möglichkeiten zu bekommen, Möglichkeiten dann zu nutzen, auszuprobieren und neugierig zu sein. Das ist für mich irgendwie so das Normale und dann halt herauszufinden, ja, das verfolge ich jetzt weiter, weil das macht richtig Spaß. Und ja, genau. Also mein Normal, ich finde das normal, was ich mache. Ja, ist okay. Ich fasse zusammen. Normal ist das, was Spaß macht. Ja, was richtig Lebensfreude macht und ja, einfach ja, das okay. Eigene ist. So. Das nehmen wir als Finale für den ersten Teil. Finde ich total genial. Ich mache jetzt hier mal einen Stopp und ich weiß nicht genau, ich schreibe es euch dann in die Shownotes. Ich kriege ja überhaupt noch Shownotes von Anne, ne? Vielleicht. Genau. Wann der zweite Teil kommt. Jetzt machen wir hier erstmal Stopp. Warte mal, bei welche Taste muss ich denn da drücken? Nicht abbrechen. Genau. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, die schon den ersten Teil vom Interview mit Anne Klein aus Kiel. Ja. Kiel gesehen haben. Jetzt kommt Anne, hatte die letzten Worte von Anne waren, normal ist das, was Freude macht. Kurze Zusammenfassung vom ersten Teil. Anne ist blind und ist sie immer noch 33 oder ist sie jetzt 34? 34. 34 Jahre alt. Nee, dann bist du nicht mehr halb so alt wie ich. Betreibt im Rahmen ihrer gigantischen Möglichkeiten ein geiles Leben. Das ist jetzt mal so die Zusammenfassung von Anne. Ah, wie ich das sehe. Ja, ja, wie ich das sehe. Wirklich grandios. Also, es geht weiter. Wie sieht denn so ein Tag in Annes Leben aus? Oh, also ich stehe morgens auf und muss dann erstmal einen Kaffee trinken. Und ja, dann ist das eigentlich immer so. Man sagte mir nach, ich sitze halt dann gerne einfach so in Stille rum, trinke meinen Kaffee und dann heißt es immer, senierst du wieder. Das ist halt meine Art von Meditation. Also ich gehe dann halt wirklich in meine Gedanken und beschäftige mich da so mit allen möglichen Themen, die aufploppen und begebe mich halt so auf, ja, quasi innere Bilderreisen und ja, schaue mir das an, löst dann tatsächlich auch das ein oder andere, was mich so beschäftigt und bewegt. Und ja, wenn dann sozusagen auch mein Körper wach geworden ist, dann ja, begebe ich mich in den Tag, gehe mit meinem Hund spazieren,
fahre in meine Praxis. Halt, viel zu schnell. Halt. Also, okay. Morgenroutine sinieren finde ich sehr, sehr schön. Ich habe gerade ein Video abgedreht, mal wieder zum Thema, wo die Morgenroutine drin vorkommt. Also, du kommst morgens erstmal bei dir an, bevor du zu den anderen gehst. Ja, also wenn ich auch einen Termin habe, ich würde eher eine halbe Stunde, 20 Minuten früher aufstehen, damit ich aber diese Ruhe noch habe. Also aufstehen, fertig machen, losgehen, dann würde ich ja schon gestresst in den Tag starten. Das alles klar. So, und dann die Umstände, in denen du so lebst. Wie ich neulich gelesen habe von dir, ich fahre jetzt in die Praxis, da dachte ich so, die fährt aber jetzt nicht auch noch Auto, weil... Ja, schön wäre das. Okay, aber du lebst mit? Ich habe eine Mitbewohnerin momentan, die hat zwei Katzen mitgebracht und dann haben wir noch meinen Blindenführhund Thor dabei, genau, und ich. Okay, ja. Also auch eine tierische WG, so wie hier. Ja. Ich meine, bei mir ist ja nur tierisch im Moment, aber ist ja egal. Genau. Und das heißt, du fährst dann in die Praxis. Die Praxis gibt es noch nicht so lange? Nee, genau. Seit das ist ein bisschen über einem halben Jahr. Okay. Das ist ein erfüllter Traum? Ja, doch. Also das ist irgendwie, manchmal komme ich auch hierher und denke so, boah, echt jetzt? Das ist so cool, so die eigenen Räume zu haben und sich dann zu verwirklichen und zu denken, boah, wer weiß, wo das noch hinwächst. Ja, ja, ja. Wunderschön. Also ich finde es wirklich grandios, wie du auch gelassen, weil ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel von dem, wenn man sich nicht auf das fokussiert, was nicht geht, sondern auf das, was geht. Ich glaube, daraus kann man ja auch eine Menge Gelassenheit schöpfen, um dann einfach mal zu gucken, was geht. Ja, ja, da muss man sich halt wirklich immer wieder bewusst losmachen, im Kopf und emotional von denen, ne, die meinen, was alles nicht geht, weil ich meine, das ist was, das kriege ich zuhauf zu hören, was alles nicht geht. Und da muss man halt sagen, gut, das dürft ihr gerne denken, dann mache ich halt mein Ding. Und freue mich über die Menschen, die das sozusagen nicht denken. Du hast gerade eben den Knaller des Podcasts rausgehauen. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist. Man muss sich mal bewusst losmachen. Ja. Du hast das zwar anders betont, aber also das ist ja genau super interessant. Also, wir machen uns bewusst los, was geht. Du hast also schon immer von der Praxis geträumt, weil du hast ja auch sehr viele Ausbildungen und Fähigkeiten und so. Kommen wir doch mal dazu ein bisschen. Wir sind jetzt in der Praxis angekommen und dann gucken wir mal so ein bisschen, weshalb wir in der Praxis sind. Wie kam das? Ja, genau. Also ich habe ja Psychologie studiert und während meines Psychologiestudiums habe ich schon Imaginationsmethoden gelernt. Also hypnosystemische Methoden, das beinhaltet dann auch so Sachen wie systemische Therapie, NLP, solche Geschichten. Nur ein geiler, ich finde. Und und damit begleite ich halt Leute auf ihrem Weg, auf ihren inneren Bilderreisen durch ihre Innenwelt. Dann habe ich während des Studiums auch schon eine Thai-Massage-Ausbildung gemacht. Und arbeite da halt mit Klienten so auf körperlicher Ebene, dass der ganze Körper mal in die Entspannung kommt. Und währenddessen werden ja auch Gespräche geführt und das ist immer spannend, was ich da auf beiden Ebenen dann auch schon lösen kann. Manchmal verbinde ich das dann auch miteinander. Mhm. Genau. Also auch bei dir alles intuitiv. Was kommt, wird gemacht. Ja, genau. Das finde ich immer am besten. Ich habe auch keinen festen Ablauf, sondern das ist immer so, derjenige kommt hier, dann spüre ich in mich rein und in denjenigen rein und entscheide dann, wo fangen wir an? Am Kopf, an den Füßen, im Sitzen, im Liegen und wollen wir mal eine Bilderreise machen oder wollen wir nur reden oder wollen wir schweigen? Ja. Das ist so individuell, wie alle Menschen individuell sind. Ich finde das so fantastisch, weil ich also ganz ehrlich bei mir mit diesem Juristereikram,
immer mehr darauf komme, ich meine, mein Hauptthema sind ja Entscheidungen, irgendwas bewusst losmachen, ne? Ja. Oder ist ja egal, ob jetzt Ehe oder Job oder, keine Ahnung, Kinder, ne? Wir sind so verschieden. Bei dir wird es so richtig schön deutlich. Ja? Wir sind alle besondere Schätze, aber wir sind verdammt nochmal verschieden. Und jeder braucht irgendwas anderes. Ja, richtig. Deswegen brauchen wir, finde ich, ganz, ganz wichtig, finde ich, so Menschen wie du, die ihre Fähigkeiten so ausgebaut haben, dass sie sogar merken, nicht nur, was sie selber brauchen, sondern was die anderen brauchen auch noch. Ja. Ja, das finde ich halt auch einfach wichtig, weil es gibt immer so dieses, wir sind doch alle gleich. Ja, natürlich, wir sind alle gleich wertvoll und alle gleich, ne? Ja. Mit Respekt zu behandeln und zu achten. Aber trotzdem sind wir so individuell. Und wenn ich halt auch jemanden begleite, nicht nur bei den Massagen, gucke ich, wo wollen wir anfangen, sondern halt auch, derjenige möchte zu irgendwas hingeleitet werden, hat ein Ziel oder so, ja, das darf ja seine individuelle Lösung und sein Ziel sein. Hauptsache, er ist glücklich, zufrieden und wir steigern seine Energie und Frequenz. So, und dann ist mir quasi das Konkrete, ja, das darf er herausfinden. So, ja, ich stelle es dann immer Erdbeere egal, weil es ist tatsächlich so, die haben ja alle die Schätze in sich und ich habe ja dieses Buch geschrieben, Entscheiden macht glücklich, und für mich ist das Hammerding. Und dazu habe ich übrigens heute Morgen die 4-Stunde Video aufgenommen. Die Energie ist der Schlüssel für Lösungen. Ja. Und also eigentlich bist du genauso wie ich dann auch mal in erster Linie damit beschäftigt, die Energie deines Gegenübers zu erhöhen. Genau, Energien leiten, ne, so guiding-mäßig und ja, zu erhöhen. Genau. Die ganzen schweren Energien, ne, alles, was wir so an Negativität mal abbekommen haben, was man uns erzählt hat, was wir für Erfahrungen gemacht haben, das abzulösen und dadurch immer in höhere und leichtere Energie zu kommen. So. Also mein Tipp ist, wenn ihr in der Nähe von Kiel wohnt und einen schweren Rucksack auf dem Rücken habt, dann geht doch mal mit diesem Rucksack zu Anne. Weil, also ganz ehrlich, ich habe mir deine Homepage angeguckt und habe so gedacht, also die Preise von Anne, da geht noch was. Du bist ja auch noch frisch auf dem Markt, aber wenn sich das rumspricht, also ich bin vor 2 oder 3 Jahren mal bei einem blinden Masseur gewesen. Das war aber eine ganz andere als so das Normale. Jetzt hast du ja nicht nur deine Fähigkeiten, dadurch, dass du vom Sehen was abgezogen hast, hast das auf andere Bereiche unserer Fähigkeiten oder deiner Fähigkeiten transportiert und dann hast du dazu noch eine Ausbildung, nicht nur eine, ne? Ja. Also das stelle ich mir hammerhart vor. Ich habe auch schon x-mal meinerseits 55 Jahren Bestfreundin. Wird auch nicht letzte bleiben. Also, so wie sei ich schon mal gesagt. Nochmal, du bist eben stehen geblieben. Sag nochmal den letzten Satz. Ja, es wird auch nicht die letzte sein, Ausbildung und Weiterbildung, die ich mache. Ach so, alles klar. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, also das ist wirklich auch ein Anliegen von mir, dass so etwas Tolles, wie du es anbietest, muss unbedingt, finde ich, gefördert werden, weil das ist jetzt auch so ein Game Changer vielleicht für die, die zuhören. Es ist völlig egal, was du für eine Herausforderung hast. Also wenn du jetzt sagen würdest, naja, also Anne ist nicht geeignet für den sportlichen Typ oder sowas. Nein, die guckt ja in dich rein. Die sieht ja die Sachen, wo du den Fokus nicht hast, ne? Ja, genau. Das ist auch schön. Das ist auch schön gesagt. Und ja, ich arbeite halt auch, also ne, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich komme aber nicht aus der Nähe von Kiel oder so. Also ich arbeite tatsächlich ja auch über die Ferne und über Zoom. Auch das noch? Genau, das geht auch. Das ist ja dann nochmal ein Level höher. Ja, also die Massagen natürlich nicht, aber das Guiden,
Das heißt, du könntest mit meiner Freundin theoretisch auch einfach einen Zoom-Call machen. Ja, genau. Weil die sitzen nämlich in Ratzeburg, aber das mit dem Fahren ist nicht mehr so der Knaller. Ja, nee. Weil wir haben ja jeder andere Baustellen. Ja, genau. Nee, das ist gar kein Problem. Toll. Ja. Also, gibt es irgendeine Spezialität Bahne? Davon hast du abgesehen, dass sie alles kann? Ja, nee, also Spezialität ist halt eigentlich immer sehr viel, auch was so Beziehungen angeht, aber die können halt alles sein, ne? Ob es jetzt auf der Arbeit ist oder im Familienkontext. Ja, emotionale Belastungen, ja. Ängste, ja, also eigentlich, es geht halt um Energie. Und das, was wir im Außen gezeigt bekommen, der Konflikt auf der Arbeit, ja, der findet sich dann auf einmal, wenn man zurückgeht, in Familienkonstellationen wieder oder irgendwo, wo man so einfach das jetzt nur nochmal in dem Kontext aufgezeigt bekommt. Ja, wie schön, es gibt so Wunder, die will man nicht wirklich haben, ne? Nee, aber wenn man halt immer auf diese tieferen Ebenen geht, ja, und da das halt löst, das ist dann halt. Und jetzt wird uns hier das deswegen Internet ist der äußere. Also man hat das jetzt noch verstanden, aber wenn das nochmal vorkommt, machen wir einen Stopp und machen wieder wann anders weiter. Das ist mir völlig egal, wir können es ja gegebenenfalls auch zusammenschneiden. Wichtig ist, dass das angenehm ist beim Konsumieren. Genau. Also, Zusammenfassung mache ich nachher in den Shownotes. Da sind ja schon wieder sehr schöne Sachen rausgekommen bei dir. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen wissen, ich habe das Interview bei Homo Dea gehört. Da bist du ja schon einmal wegen deiner besonderen Fähigkeiten interviewt worden von der Andrea Lindau. Aber ich finde, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch und habe dich auch ein paar Tage erlebt. ich finde das einfach irre, wenn man Ski fährt oder reitet oder wenn man nichts gucken kann. Machen wir mal ein Kapitel Augen, bitte. Wie fing das an? Okay. Wie das anfing? Ja, ich bin schon mit einer Sehbehinderung auf die Welt gekommen. Konnte dann aber in den ersten 21 Jahren halt schon noch was sehen, so 10% würde man vielleicht sagen. Aber das war dann halt so, dass ich ohne Hund oder Blindenstock rumlaufen konnte. Ich bin da sozusagen ganz alleine auch ausgeritten und sowas. Und dann habe ich noch grauen Star dazu bekommen mit Anfang 20. Und nicht mehr so gut. Also dann hat sich durch die OP die Netzhaut abgelöst und die wurde dann angelasert. Kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Aber die wollte dann halt nicht mehr so, weil die Augen schon oder das Auge so viel mitgemacht hatte. Und genau, ab da hat sich dann ja auch alles so ein bisschen verändert, ne? Vom Jurastudium zu Psychologie gewechselt und ja, dann halt nochmal neu. Ja. Pass mal auf, ich mache jetzt mal, kannst du auch mal dein Video zu Ende machen, dein Video ausmachen, ob die Verbindung dann besser wird? Ja. Ja.